Willkommen zurück. Wir sind immer noch auf dem Bazar in Mulsantir. Ja, und unser Auftrag ist es, dieses Theater dort zu betreten. So ein Theater. Richtig. Ah, Theater. Also ich brauche jetzt mal Saphir. Sie ist frei. Okay, nur Saphir kann die Essenzen kombinieren. Ich habe nicht genug Alchemieränge, deswegen gebe ich die jetzt alle mal ihr. Okay. Ich hoffe, sie verlässt uns dann nicht irgendwann. Mit allen Essenzen, das wäre natürlich tragisch. Wollen wir die dann erstmal lieber aufbewahren und immer wieder an ihr geben? Ich glaube, begleitet uns eigentlich durch... Also noch ziemlich weit, auf jeden Fall. Also ich halte meine Hand dafür nicht ins Feuer. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich nehme dann gleich alle weg, wenn ich mit Kombinieren fertig bin. Und ich glaube, wenn ein NPC aus der Gruppe stirbt, dann lässt er auch einen Beutel liegen, wo man dann alles einsammeln kann. Ja, aber ich kann mich auch erinnern, in der Hauptkampagne verlässt ein NPC die Gruppe. Und die geht einfach. Also sie geht nicht einfach, das weiß ich noch. Also wie lässt sich dieser Elf diese große, schwere Axt in deiner Hand hält? Ich muss immer die Halblinge in die Ohren angucken, die mit den Great Axe rumlaufen. Okay, ich hab den ganzen Kram wieder dabei. So, wollen wir zum Theater? So ein Theater, na dann los. Das dürfte das hier sein, oder? Ja. Der Schleier. Erinnert mich an die Mondsteinmaske. Und hinein das gute Stück. Nolle! Nein! Roter Magier! Okay, wir müssen erstmal Pause machen, bevor der Kampf losgeht. Dann mache ich Massentodesschutz. Ja. Wenn's losgeht. Was macht ihr denn hier? Jetzt hätte ich gerne eine Klingenbarriere gehabt. Aber ich mache dann erstmal diesen Nebel des Regen des Todes gleich, ne? So, einschüchtern hat geholfen. Jawohl! Ich meine, er wollte Leana töten. Wer hat euch hierher befohlen? Araman. So, ich nehme wieder einschüchtern. Oh nein! Oh, der lässt sich nicht einfach so einschüchtern von so einem kleinen Elf. Eben ging es. So. Du musst alle auf Pause drücken. Okay, warte, ich habe eins in der Pipeline, jetzt muss ich noch was machen. Moment. Der Regen des Todes. Apropos, okay. Ich könnte ja gerade mal... Zack. Okay, ich wäre soweit. Bop. So, und schon schlagen wir uns. Also, ich habe keine Kampfgeräusche, das ist total doof. Okay, ich wurde geschlagen, ich habe nicht genug Konzentration. Zwei Zauber sind schon weg. Warum schlägt er denn nicht? Er macht gar nichts, meiner. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich hänge hier fest. Jetzt kann ich. Er schlägt nur nirgendwo drauf. Das ist total doof. Oh, ich brauche Heilung. Sekunde. Heilung. Wo ist Heilung? Massenschere Wunden heilen. Bewegungsrate ist gesenkt, aber deswegen kann man doch angreifen. Moment, ich bin gerade auf Cooldown. Könnt ihr irgendwen angreifen? Ja, ich habe gerade gecastet. Es passiert nichts. Also ich greife auch an. Er macht bei mir gar nichts. Na gut, dann wechseln wir halt mal so. Wow. Meteore. Ich werde andauernd unterbrochen hier. Ich glaube, ich muss... So, komm, bin ich gewesen. Einen Moment. Was haben wir denn hier Schönes? Pam, pam.
Muss mal gerade was durchgucken. Also ihr müsst mir in Zukunft mal die Akku abnehmen. Das geht so nicht. Ja, ich greife ja nicht an. Irgendwas ist mit meinem passiert. Hopp. Ich meine, ich kann mich zwar bewegen, aber... Was hat denn der? Benommen. Ich bin benommen. Ja, kein Wunder. Toll. Oh, wie lange dauert das denn an mit dem Benommen sein? Der Dämon hat einen zweiten gehörten Dämon gerufen. Weiter. Bringt euch in Sicherheit. Ich sammle erstmal die ganzen Essenzen auf, die hier liegen, wenn es überhaupt noch welche sind. So, bam, 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 rasch jetzt durch die Tür hinten auf der Bühne. Na, nicht so rasch, ganz ruhig. Erst looten. Langbogen plus 2, oh. Kampfstab, Rüstung, Goldmünzen. Na. Also ich fand es jetzt gerade echt doof, dass mein Charakter nicht in den Kampf eingreifen konnte. So, war jetzt da noch irgendwas Goldmünzen dabei? So. Und Beil plus 2, Streitachs plus 2 und so Kram. Brauchst du das? Ich hab aufgenommen, die Streitachs plus 2. Ich geb's aber gerne weiter, wenn sie wer braucht. Nehmen sie mal mit, ne? Das ist ein Robe des roten Magiers. Braucht keiner von uns. Außer unser roter Magier. Oh, die ist dem Tode nahe. Die war auch schon eben heilen. Tot. Die war schon tot? Die lag schon auf dem Boden, ja. Der Katzenzwerg wird auch mal geheilt. Katzenzwerg. So. Ich würde gern schlafen. Dann ja. Tu das. Tu mir das mal. Zack. Du bist aber ganz schön oft müde. Wollen wir zum Arzt gehen? So. Wenn's doch geht in diesem Spiel. So. Saphira erstarrt mitten im Schritt und verzieht ihr Schmerz. Ach komm, wir ignorieren das und gehen weiter. Bitte. Oh, Nummer 3, bitte. Ach nee. Die klingen in ihrem Ohr, aber nicht meine. So. Ich glaube, die ist verrückt. Gut, dass wir das Zeug nicht gegeben haben. Ach komm, man muss ja schon mal fragen, was er hatte. Einschüchtern. Schon getan. Oh nein, sie hört Stimmen. Nein. Oh, tja, die Stimmen sollten uns besser nicht im Weg sein. Stimmen sind das Zeichen des Wahnsinns, auch unter Magiern. So. Einflussverlust, na toll. Gleich geht sie weg. Stimmt aber. Wo willst du das wissen? Vielleicht gehört das zur Ausbildung. Glaube ich nicht. Oh, wenn ich verrückt genug ist, wird kein Magier. Kiste. Kiste. Nee. Wo? Die ist zu. Ja, ja, macht sie doch auf. Ich nicht mehr. Ich habe Leg und Rubberbanding. Ich nicht. Was haben wir denn hier? Mandoline. Noch eine Mandoline. Und Goldmünzen. So, die Instrumente sind eine Dosslaute und eine Fruchlands-Bandone. Will jemand was haben? Sag das dreimal schnell hintereinander. Nein. Gesundheit. Also man braucht dafür Bade. Ja, das dachte ich mir. So, wir haben hier zwei Türen, links und rechts. Welche wollen wir? Hier stehen wir näher dran, komm. Wir werden nicht fürs Laufen bezahlt. Doch. Ein Waschmüter und sein Laufen. Ey. Gnolle! Wenn es hier ein Auto geben würde, ne, dann würde er mit Auto durchrauschen. Ja, natürlich. Gnolle! So, ich beschwöre mal eine Kreatur herbei. Mal gucken, was es wird. Ein Blob. Ein Blob. Da, tatsächlich. Ein riesiger Wasserblob. Sieht gut aus. Sehr schleimig. Ist aber kein Schleimelementar, ist ein Wasserelementar. Ja, sieht halt sehr schleimig aus. Da ist noch einer am Leben. Tötet ihn! Und tot. Goldmünzen. Oh, Gold nehme ich immer. Nicht nur du. Beil plus 2 war drin. Gold. Oh. Wie? Weg aus meinem Schrank.
Rüstung. Noch ein Schrank. Schränke öffnen. Gibt's denn eine Taste, um alle interagierbaren Sachen anzuzeigen? Ja, Y. Y. Maskenmachertisch. Hä? Oh, Werkbank. Mächtige Maske der Überzeugungskraft. Oh, ich hab sie schon. Waffenschmied. Was ist denn das? Was habe ich denn jetzt genommen? Ja, das ist gut. Super. Einfach erst irgendwas. Erstmal looten und dann gucken. Plus 5 Diplomatie, plus 1 Konzentration. Das nehme ich doch. Und Charisma plus 2. Ja, das nehme ich doch. Hier ist ein Tor, ein Schattentor. Und es gab eine mächtige Augenrobe. Die ist eine Robe halt. Entdecken plus 10, suchen plus 10 und True Seeing permanent. Das wäre doch für unseren. Ja, das kannst du haben. Das ist aber eine Robe, ne? Das ist aber, ja, eigentlich was für Magier. Ja, aber komm, zieh's an. Zeig dich in der Robe. Du willst ja bloß, dass ich nicht als Katze rumrenne. Ja. Und ey, weißt du, wie du mit deiner Maske aussiehst? Ja, cool, ne? Wie auf einer Swingerparty mit. Ja. Gott, geht weg. So. Der Schnurrbart ist toll, ne? Ich gehe ins Portal. Ich gebe auf. Oh, das ist Portal aus Portal. Hat jemand die Waffe? Wir brauchen das Blaue noch. Wer weiß, wo wir hier rauskommen. Ja, eben. Mal sehen, was jetzt gleich kommt. Hat jemand eine Portalgun dabei? Das wäre so geil. Der wollte das mit Portalgun. So, komm. Ja, gehen wir erstmal. Wollen wir hindurch? Ja, wir gehen hindurch. Natürlich gehen wir durch. So. Eine Schattenebene. Oh ja. Wie gut, dass ich einen Lichthut anhabe. Lichtmaske, meine ich. Ich bin der maskierte Rächer. Oh, bitte nimm die Maske ab, das sieht nicht gut aus. Oh, hier, da kommt wir. Stopp. Ich mach Todesschutz erstmal. Das ist nämlich wahrscheinlich gefährlich, was hier passiert. Lauf nicht so weit von mir entfernt, weil es ist ein AOE-Effekt. Ja, Pech gehabt, wer jetzt weggelaufen ist, ihr beiden. Ich hab's gerade noch gesagt. Alles okay. Ach, bin ich jetzt schon wieder benommen? Mich greift einer an. Ja, er kann wieder nicht angreifen, weil er benommen ist. Ich habe meinen Konzentrationswurf aber geschafft. Wie bekommt man das Benommensein denn weg? Einfach nicht treffen lassen. Das ist ein Effekt. Ja, wie lange braucht denn der? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du würfelst dagegen an. Fähigkeitswurf. Oh nein. Sorry, ich muss kurz heilen. Wir sind gleich alle tot. Ja, heil mal bitte. Ich hoffe, ich werde nicht unterbrochen von der Erinne. Yeah. Ich habe Konzentrationserfolg. So, warte mal. Jetzt wollen wir ein bisschen mit Magie hier um sich schlagen. Oh. Was ist denn eigentlich da? Ich sehe das gar nicht. Was ist denn das da hinten für einer? Es ist noch eine Erinne hier. Direkt vor mir. Die schaffen wir auch ohne Magie. Okay. Der rote Magier ist down, den habe ich gekillt. Ich will nicht benommen sein. So, jetzt heile ich euch erstmal. Bleibt mal stehen. Dann looten. Dolch, Rüstung, Schriftrolle, Gold. So, Levelaufstieg für die rote Magierin. Piste. Mach einfach automatisch. Ja, mache ich gerade. Zack. Zauberstab und Gold. So, wollen wir mal ins Buch der Bücher für sie gucken. Auf dem 9. Grad. Was geben wir denn mal? Gestaltwandel? Mordekains Auftrennung? Ja. Das ist gut, das ist ein super Dispel. Und auf dem 8. kriegt sie jetzt mal, nehmen wir nochmal Schutz vor Zaubern. So, ich stecke hier nochmal einen Zauberstab ins Inventar. Vielleicht kann sie den irgendwann benutzen. Achso, du bist gerade auf ihr? Nee, jetzt ich bin nicht auf ihr, nein. Ich hab 4 Heal-Tränke, also richtig Heal. Ich auch. Wollt ihr euch die teilen? Ich hab 4. Donny? Ja. Wie viel hast du? Einen habe ich. Irgendwann, dann kriegst du alle 4. Oh, Schurke, hinten ist eine Truhe. Haben alle Truhen aufgemacht? Ja, Truhen sind alle schon erledigt. Ach so. Na, dann halt nicht.
Ein roter toter Magier, eine Rüstung, nicht identifiziert. Ein roter toter Magier. Onkel Bob, schnapp dir die Rüstung und identifiziere sie. Sekunde, ich hänge in der Wand fest. Also, Schriftrolle war Untote erschaffen, Spätzünder Feuerball, Massenpersonen festhalten und Schutzmantel. So, die Rüstung ist eine für den Magier. Robe eines roten Magiers, schon wieder. Und ich kann keine dieser Schriftrollen benutzen. Also, die ganzen Todessachen kannst du mir alle geben. Sind wirklich hier schon alle Truhen aufgemacht worden? Ist noch eine zweite? Da war ich schon dran. Gut. Gib mir mal die Spruchrollen her. Noch dabei. Die ich nicht gebrauchen kann, die gebe ich dann der Sophia. Wo kann ich sie denn nicht direkt ins Inventar geben? Warte mal. Weil wir... Nee, das geht nicht. So. Okay, danke. Die kriegt alles auf vier. Ich wusste, ich hätte doch einen Magier nehmen sollen. Mich hat eigentlich schon gewundert, dass du keinen genommen hast. Ja, aber wenn ich einen Magier genommen hätte, dann wären wir alle verreckt, weil keiner einen Magier hat. Ein Heiler. Ich meine, du kannst auch Sophia spielen und lässt dann halt dich als Charakter nebenher laufen. Nee, ich will keinen NPC spielen, keinen Fremden. Wenn, dann mache ich mir den komplett selbst, so wie ich das will. Onkel, Schurke, da ist eine Tür, die ist verschlossen. Wollen wir da durch oder wollen wir die andere nehmen? Wir nehmen die verschlossen noch. Klar, Moment, mal, ich bin gleich soweit. Da ist so dein Porno-Schneuzer, ja? So, welche ist denn verschlossen? Die ist unten und... Na, mach mal auf. Wir sollten erstmal... Nee, wir brauchen nicht zu schlafen. Ja, bei Schlösser öffnen passiert ja noch nichts. Also, die Tür ist ja, jetzt ja, offen, ja, aber... Ne, wir brauchen so nicht zu schlafen. Brauchen wir nicht. Na dann. Warte mal, ich will mir gerade mal von dir einen Zauber geben lassen. Blup. Ah, ne, ist nur für sie wahrscheinlich. Ja, naja. Machst du Pause zum Zaubern? Achso, die kann ich nicht öffnen, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ah. Na dann. Gut, durch die Tür. So, mit der Axt. Ah. Was steht da? Ach, ein Operationstisch. 1-1-1-1-1. So, ich habe eine. Oben ist eine verschlossene Truhe. Ja, da wollte ich auch gerade hin, aber... Berühr den Tisch ruhig erstmal, streichel drüber. Nein, wir durchsuchen ihn, untersuchen ihn einfach mal. Ich will ihn nicht... Nur streichel ihn. Ja gut. Bau dich! Würde auch nur Liebe haben. So, wir wollen uns mal die gedunkelten Schatten genauer anschauen. Eisige Fingern, boah. Eiskaltes Händchen. Aha, die haben uns die Splitter geklaut. Die rote Frau. Für die Liebe? Oh nein. Ist ja schrecklich. Oh, Erfahrungspunkte. Weil ein schmerzhafter Traum. Wollen wir nochmal gucken. Der Traum ist zu Ende. Na gut. So, die Folge ist auch zu Ende. Warte, wenigstens das Gespräch muss zu Ende sein. So. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.